Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Rainer Maria Rilke, die Kurtisane. Venedigs Sonne wird in meinem Haar ein Gold bereiten, aller Alchemie erlauchten Ausgang. Meine Brauen, die den Brücken gleichen, siehst du sie hinführen, ob der lautlosen Gefahr der Augen, die ein heimlicher Verkehr an die Kanäle schließt, so daß das Meer in ihnen steigt und fällt und wechselt. Wer mich einmal sah, beneidet meinen Hund, weil sich auf ihm oft in zerstreuter Pause die Hand, die nie an keiner Glut verkohlt, die Unverwundbare geschmückt, erholt. Und Knaben, Hoffnungen aus altem Hause, gehen wie ein Gift an meinem Mund zugrund. Dieses wunderbare Gedicht Rilkes, das Venedig beschreibt als große Kurtisane, erschien in den Neuen Gedichten 1908. Dieses Gedicht gehört zu den sogenannten Ding-Gedichten. Das sind Rilkes späte Gedichte, in denen er den Beginn der klassischen Moderne einläutet. Ding-Gedicht, was heißt das? Es wären die Gegenstände, die in dem Gedicht beschrieben werden, von sich aus geschildert. Sie melden sich selbst zu Wort, sie kommen selbst zur Sprache. In diesem Fall ist es eine Stadt, die sich selbst zu Wort meldet. Das Objekt Stadt Venedig äußert sich als Subjekt und wird Sprache. Und das ist eben auch ein Kennzeichen der Moderne, dass die Überzeugung wächst, dass alles sprachliche Natur ist. Alles ist Zeichensystem, alles ist konstruiert von Menschen, alle Welt, die sich uns als scheinbar Objektive offenbart, ist nichts anderes als menschliche Perspektivität. Subjektive Einstellung, Verständnis. Und so ist das eben auch mit den Gegenständen, die zum Thema von Gedichten werden. Diese Gegenstände werden nicht mehr von außen geschildert, sondern von innen. Welt wird zum Weltinnenraum, wie es Rilke genannt hat. Rilke, geboren 1875 in Prag, gestorben 1926 in einem Sanatorium bei Montreux, ist in seinem Leben viel gereist. Und er war auch in Venedig 1879, 1907. Und bei dieser letzten Reise sind eben auch seine Venedig, er hat viele Venedig-Gedichte geschrieben, ist dieses Gedicht auch entstanden. Er schildert La Serenissima, die durchlauchtigste, die jungfräuliche Stadt, die bis 1797 unbesiegt gebliebene Republik. Erst dann kam ein Franzose, Napoleon Bonaparte, hat sie besiegt und diese Stadt an Österreich angegliedert. Und vorbei war es mit den herrlichen Zeiten der Adelsrepublik, die sich auszeichnete als Stadtrepublik durch größte Freiheit, die die Beherrscherin des östlichen Mittelmeeres waren. Eine Frau, Venedig. Die Venezianer feiern seit 1177 bis heute mit Unterbrechungen die Festa della Senza, die Sposalizio del Mare. Die Vermählung mit dem Meer. Das Oberhaupt der Stadt, damals der Doge, heute der Bürgermeister, vermählt sich mit dem Meer mit den Worten
Wir heiraten dich mehr zum Zeichen unserer wahren und beständigen Herrschaft. Das Fest wird in diesem Jahr am 23. und 24. Mai gefeiert. Venedig als Frau, dieses Thema taucht schon sehr früh in der Literatur auf und beschreibt damit auch ein Thema, was immer wieder zur Sprache kommt, nämlich der Stadtkörper als Frauenkörper. In dem Fall ist es eine Kurtisane, also eine Frau, die sich von Männern aushalten lässt, deren Gunst nicht billig zu haben ist, die teuer ist. Und Männer verfallen dieser Kurtisane wie die Touristen heute dem Zauber der Stadt. Sie geben sehr viel Geld aus und machen sich auch kaputt dadurch, durch ihre Liebe zu dieser sehr leichtfertigen Frau. Wie beschreibt Rilke diese Frau und damit auch die Stadt? Er beschreibt das Haar, den Glanz, der von diesem Haar und dieser Stadt ausgeht, die golden schimmert im Licht der Sonne. Freilich ist dieses Gold künstlicher Natur, es ist inszeniert. Die Naturschönheit der Frau der Stadt ist künstlich nachgeholfen worden durch Alchemie, durch Tricks. Er beschreibt ihre Brauen, die Brücken, die über die Kanäle führen. Und das macht er wieder mal auf geniale Art und Weise, indem handelt sich um ein Sonett, also zwei Quartette, zwei Terzette, diese Brücken führen lässt vom ersten zum zweiten Quartett in Siehst du sie, und dann kommt der Einschnitt, hinführen, die Brücken führen von einer Strophe zur anderen. Die Augen dieser Kurtisane werden mit dem Wasser in den Kanälen verglichen. Rilke sagt über sie, dass das Meer in ihnen steigt und fällt, wie eben mit der Flut. Und es ist eine Kurtisane, sie wird sicher oder wahrscheinlich wunderschöne blaue Augen gehabt haben, aber vielleicht waren diese Augen dann doch eben auch ein bisschen schmutzig, braun, oder vielleicht gingen sie auch ins Grünliche über, denn diese Kanäle sind ja oft auch durch Moos und Algen und so weiter verschmutzt. Ganz sicher sind diese Augen gefährlich. Ein heimlicher Blick von ihnen verleitet die Männer zu den größten Abenteuern. Und dieser Blick ist heimlich, so wie die Dienste dieser öffentlichen Frau in der Regel heimlich genossen werden. Sehr selbstsicher ist diese Kurtisane. Sie ist so selbstsicher, dass sie sich von außen betrachten kann und sagt, wer mich einmal sah, das ist sowas von arrogant schon fast. Auch hier ist wieder zwischen dem Wer und mich einmal sah ein Schnitt gelegt. Hier ist es der Übergang vom zweiten Quartett zum ersten Terzett, der auch bedeutungsvoll wird. Beim ersten Mal sind es die Brücken, die Überbrücken verbinden. Und hier ist es der Schnitt zwischen dem betrachtenden Blick, dem Betrachter und dem sprechenden Subjekt Venedig. Diese Frau hat ein Schoßhündchen und dieses Schoßhündchen erregt den Neid ihrer Liebhaber. Sie streichelt dieses Schoßhündchen in zerstreuter Pause, unachtsam und unaufmerksam, wie sie ihre Liebhaber dann nach vollzogenem Genuss behandelt. Ein Liebkosen ohne innere Anteilnahme. Eine Frau, die nie von keiner Glut verkohlt. Eine doppelte Verneinung. Eigentlich hebt eine doppelte Verneinung
die Negation auf, aber hier ist es eher verstärkend gemeint, in dem Sinne, dass diese Stadt, diese Kurtisane nie in irgendeiner Weise wirklich betroffen wurde von der Glut der Leidenschaft. Sie hat sich nie verzehrt vor Liebesleid und ist unverwundbar, weil ihr Herz nicht erobert werden kann, nicht durch Liebe ergriffen werden kann. Diese Frau ist für die Männer tödlich. Aus ihrem Mund kommt quasi ein Gift, das sie verführt. Und wunderbar, wie heimtückisch und verführerisch Rilke dieses Gift inszeniert durch den Gleichlaut: gehen wie ein Gift an meinem Mund zugrund. Rilke ist ein Meister des Wohlklangs. Er spielt mit gleichen Lauten, mit Alliterationen, Hoffnungen aus altem Hause, gehen wie ein Gift meinem Mund zugrund. Ein wunderbarer Gesang der Sprache. Es ist ein Sonett, das Rilke schreibt, und bei allem Wohlklang und aller freien Behandlung der Sonettform ist dennoch die Sonettform gänzlich erhalten. Wir haben zwei Quartette, zwei Terzette. Das Reimschema ist auf moderne Art und Weise erhalten. A, B, 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 A, C, 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 A, C, C, D, E, F, F, E, D. Ich mache es nochmal deutlich. H, Alchemie, die, sie, Gefahr, Verkehr, Wert, mehr, Hund, Pause, verkohlt, erholt, Hause, zugrund. A, B, 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 A, C, 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 D, E, F, F, E, D. Auch das Antithetische, das jedes Sonett eigentlich hat oder haben soll, ist in diesem Gedicht erhalten. Die Schönheit gegen die Verderbtheit gestellt, die Natürlichkeit gegen die Kunst, die Alchemie, die Liebe gegen die Gefühlskälte, das Verlocken und die Gefahren. Der Frauenkörper als Stadtkörper. In dieser Ambivalenz, in dieser Doppeldeutigkeit ist Venedig immer wieder beschrieben worden, auch in der Doppeldeutigkeit von Schönheit und Verderbtheit. Und spätestens seit der Jahrhundertwende 1900. Diese Stadt der Künste, warum diese Zeit schon halb verfallen, die Abenteuer, die Masken, die Bälle, die Liebesabenteuer eines Casanova, der in dieser Stadt eingekerkert war, die heimlichen erotischen Romanzen, Samt und Seide, aber auch die Pest, die die Gondeln schwarz gefärbt hat. Alles das ist vorüber, der alte Zauber ist in Gefahr geraten, die Stadt verfällt, sie steht auf schwankendem Grund. Es besteht die Gefahr, dass sie irgendwann auch im Meer versinken wird. Aber dennoch ist sie, wie sie sich inszeniert, in Großartigkeit zu bewundern. Sie macht ein Riesentheater von sich her. Sie ist eine raffinierte Stadt. Sie gaukelt nach wie vor Schönheit vor. Das ist heute noch eben besonders einprägsam zu beobachten im Karneval von Venedig, wenn die Masken durch die Stadt eilen. Aber dieses Theater, dieser Reichtum, dieser Prunk ist eben nur noch Show. Dieser Prunk hat keinen reellen Hintergrund mehr. Alles,
Die Ausdünstungen der Kanäle sind faulig geworden. Es ist eine Fassadenarchitektur. Dahinter zerfällt die Stadt, während vorbei die wunderbaren Gondeln gleiten. Die Zeit der Pracht des Prunkes ist vorüber. So erfahren die Touristen im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert diese Stadt. In der Renaissance war das noch ganz anders. Da war Venedig auf seinem Höhepunkt und eine berühmte Dichterin, die auch eine Kurtisane war, beschreibt Venedig in seinem ganzen Glanz. Die Dichterin heißt Gaspara Stampa, hat gelebt 1523 bis 1554 und hat in einem Gedicht einmal Venedig beschrieben. Und die italienischen Verse dieses Sonetts, die ersten 4,5, lese ich Ihnen auf Italienisch vor. Queste rive camai si caldamente, rive sovra tutt'altre alme e beate, fido albergo di cara libertate, nido di lustre e riposante gente, ch'il crederia. Auf Deutsch ungefähr heißt das so: Diese Ufer, die ich so heiß geliebt habe, diese Ufer, die über vor allen anderen so glückselig und glücklich begnadet sind, dieses traute Heim, Herberge von solcher teuren Freiheit, dieses Nest von berühmten und ruhenden Menschen. Wie konnte ich an dich glauben? Was bist du mir heute für nichtig geworden? Einer der Übersetzer dieses Sonetts hat dieses Kiel Crederia sehr drastisch übersetzt. Wie hasse ich dich? Gaspara Stampa benutzt Venedig und beschreibt es in seiner ganzen Schönheit, seinem ganzen Prunk, und beschreibt nun in diesem Gedicht, dass ihr all diese Reize nichts mehr sagen, weil sie nur noch nach ihrem Geliebten, dem Grafen Colalto, was auf Deutsch ungefähr hoher Berg heißt, sich nach diesem Geliebten sehnt und für diesen hohen Berg ihre Heimat verlassen will. Sie will aufbrechen zu neuen Landen fern der Heimat, die ihr einst so teuer waren und deren Prunk sie eben beschreibt. Noch ist hier in der Renaissance der Glanz Venedigs zu spüren. 3 Jahrhunderte später ist das schon anders. Nach Napoleon beschreibt August von Platen schon etwas kritischer die Stadt. August von Platen, 1796 bis 1835, sagt über Venedig: Wie hast du sonst Venezia geprahlet, als stolzes Weib mit goldenen Gewändern, so wie dich Paolo Veronese malet. Er beschreibt nochmal, er erinnert sich an die goldenen Zeiten von Venedig, die aber schon vorüber sind, der Glanz verbleicht. Goethe hat wenige Jahre vorher seine Italienreise, auf seiner Italienreise ist auch in Venedig vorbeigekommen und beschreibt dieses Venedig schon sehr viel anrüchiger. Seine kleinen Bemerkungen über Venedig gehen zum Teil ins Ordinäre hinüber. Auch er vergleicht, wie auch Platen, die Stadt mit einem Mädchen, aber eben sehr viel noch anstößiger. Venezianische Fragmente 1790. In dem engsten der Gässchen
es drängte sich kaum an die Mauern, saß mir ein Mädchen im Weg, als ich Venedig durchlief. Sie war reizend, der Ort, ich ließ mich Fremden verführen, ach, ein weiter Kanal tat sich dem Forschenden auf. Hättest du, Mädchen, Kanäle wie die Venedigs und wäre dein Pfützchen wie die Gässchen hier, wärst du die herrlichste Stadt. Diese anstößigen Zeilen Goethes greift nun sehr viel milder und sehr viel enthusiastischer und sehr viel stilvoller Rilke in seinem Gedicht auf, die Kurtisane, die Stadt als Körper einer Frau, die sich für Geld verschenkt, wie sie sich bis heute an die Touristen verschenkt, die in Heerscharen dorthin kommen und auf überdimensional großen Schiffen, Kreuzfahrerschiffen, diese Stadt bedrängen. Ich lese das Gedicht noch einmal vor. Rainer Maria Rilke, die Kurtisane. Venedigs Sonne wird in meinem Haar ein Gold bereiten, aller Alchemie erlauchten Ausgang. Meine Brauen, die den Brücken gleichen, siehst du sie hinführen, ob der lautlosen Gefahr der Augen, die ein heimlicher Verkehr an die Kanäle schließt, so dass das Meer in ihnen steigt und fällt und wechselt. Wer mich einmal sah, beneidet meinen Hund, weil sich auf ihm oft in zerstreuter Pause die Hand, die nie an keiner Glut verkohlt, die Unverwundbare geschmückt erholt. Und Knaben, Hoffnungen aus altem Hause gehen wie ein Gift an meinem Mund zugrund.